Der Zug fährt ein. Und wo kommt er an? Es ist die Station von Salerno. Sie wissen, wo Salerno liegt? Südlich von Neapel, an der Bucht von Salerno. Und wer steigt aus? Sie sehen, es sind viele Herren mit Koffern in der Hand, die offensichtlich zusammengehören. Und nun, da sie sich auf den Platz herausbegeben, sehen Sie, dass sie zusammengehören. Es sind unsere Münchner Philharmoniker, die zum zweiten Mal zu ihren Sommerkonzerten nach Ravello fahren. Sie spielen dort Mozart, Wagner, Beethoven, alle die Musik, die die Italiener von der deutschen Musik am liebsten haben. Nun sind sie in Autobusse gestiegen und fahren vom Bahnhof von Salerno auf einem steil ansteigenden Weg durch kleine Städtchen und Dörfer hinauf nach der hochgelegenen Stadt Ravello. Ravello thront auf einem großen Felsrücken, der sich von Salerno nach Westen ins Meer hineinstreckt und der nach einer Unterbrechung schließlich die Insel Capri bildet. Dazwischen liegt das Meer. Dieser Felsrücken ist wunderbar bewachsen zum Teil aber auch außerordentlich rau und heftig. Hier kommen die Autobusse an, auf dem Hauptplatz von Ravello, und die Philharmoniker haben ihn gleich den Stachus von Ravello getauft. Mitten auf diesem Platz steht die Kathedrale, ein altes Bauwerk mit schönen Bronzetüren. Die Ankunft ist fertig und der Blick fällt nach einer anderen Seite, auf die Rückseite einer uralten, ebenfalls uralten Kirche der Annunziata. Steile Gassenschluchten, von der Sonne kurz beleuchtet, starre Felswände und enge Tore, niedere Tore und viele Treppen, aber auch schöne, freie Gärten mit Pinien hier oder auch mit Zypressen und mit anderen südlichen Bäumen, weiter unten findet man einen Ölbaum, das ist das Bild. Hier sehen Sie Fritz Rieger, den bekannten und gefeierten Dirigenten der Münchner Philharmoniker. Er ist ins Tor geschritten und nun fahren auch schon die Zuschauer an. Das ist ein Metropolitano, einer jener herrlich weiß gekleideten italienischen Verkehrspolizisten, die man in den Städten hat. Er ist auch sehr stolz auf seine schöne Uniform, aber viel schöner sind noch die Carabinieri, wenn sie ihre Gala anhaben. Über dem Turm zur Villa Ruffolo, in dem die Konzerte stattfinden, ist vor einem Jahr diese Tafel enthüllt worden und sie enthält den Ausspruch Richard Wagners: Der Zaubergarten des Klingsor ist gefunden. Sie wurde vor einem Jahr im Beisein von unserem damaligen Bürgermeister von Miller eingeweiht. Das Konzert beginnt, Fritz Rieger begibt sich zum Pult und er wird Martucci dirigieren. Eine höfliche Geste gegen die Italiener. Es handelt sich um einen neapolitanischen Komponisten, der etwa mit Liszt gleichzeitig ist und außerordentlich schöne Konzerte geschrieben hat.
Wir ergehen uns während des Konzertes ein wenig im Garten einer Villa, die unweit liegt von der Villa Ruffolo. Es ist die Villa Cimbrone. Sie sehen sie hier, die durch ihren Blumenschmuck und durch ihre herrlichen Anlagen und vor allem durch ihre besonders schöne Aussicht auf die ganze Bucht von Salern ausgezeichnet ist. Sie sehen hier im Hintergrund rechts die Weite, die da hineinführt in die Bucht. Sie sehen auch das etwas diesige Wetter im Sommer. Es ist alles ein wenig verschleiert. Auch die Statuen schimmern nur so ein wenig in der feuchten Luft, in dieser Hitze. Aber es ist eine der unglaublichsten Fernsichten, die man sich denken kann. Und zwar nach beiden Seiten. Wenn man hier steht, nach rechts gegen Capri zu und nach links gegen Salern zu. Eine üppige Vegetation auch in diesem Garten. Sie sehen hier hinaus von allen diesen Gärten in die Gegend über diese weite Höhe, die mit steilen Gipfeln immer wieder unterbrochen ist, über die uralten Häuser, die von einer Zeit sprechen, in der die Sarazenen und die Normannen nacheinander diese Halbinsel gestürmt haben und auch bebaut haben. Und nun werfen wir noch einen Blick auf die Zypressen der Villa Ruffolo und gehen in die alte Stadt. Sie sehen Stein, Stein, nichts als Stein, wie es ja diese Gebirge hergeben. Und nun nähern wir uns der Kathedrale, und zwar ihrem Tor. Es ist ein uraltes Bronzetor, das der
Parisano aus Trani im 12. Jahrhundert gegossen hat. Ein prachtvolles Stück mit Darstellungen aus der Bibel und vor allem auch aus dem Neuen Testament. Diese alten Bronzetore waren ursprünglich ein wenig zur Befestigung der Kirchen gedacht. Das heißt ganz einfach deswegen, dass man nicht so leicht in sie einbrechen konnte. Und das älteste Tor, solche Bronzetor, war das von Amalfi. Amalfi werden wir später sehen, aber das Bronzetor vielleicht nicht. Hier wandern wir schon in der Früh um 9 Uhr durch die Stadt am nächsten Morgen. Und Sie sehen, das Café, das wie üblich daraus besteht, dass ein paar Tische einfach auf der Straße stehen, ist noch gar nicht bevölkert. Auch dieser Platz liegt noch still und ruhig vor den dunklen Bergrücken in der gerade anbrechenden Sonne. Nun sind wir im zweiten Konzert. Dies dirigiert Leopold Ludwig aus Hamburg und es beginnt mit der Eleonoren-Ouvertüre Nummer 3. Nun wandern wir während des Konzertes ein wenig zurück in Richtung Salerno, nämlich nach Amalfi, das wir schon bei verschiedenen Blicken unten in der Bucht liegen sahen, direkt am Meer. Der Dom von Amalfi ist noch viel schöner und interessanter als der von Ravello. Und Sie sehen hier starke arabische Elemente in der Dekoration. Die Bronzetüre können wir Ihnen nicht zeigen, weil sie nicht von der Sonne beleuchtet war. Aber dafür leuchtet das Weiß dieser Häuser unglaublich unter dem strahlenden Licht. Die engen Gassen sind, wie wir sie im Süden gewohnt sind, Tore, Durchfahrten, Schluchten, plötzliche Dunkelheit. Der Schatten ist ja etwas Kostbares in diesen kleinen süditalienischen Städten. Kostbar ist natürlich auch das, nämlich der Fisch. Der Fisch, der den Bewohnern dieser Städte wesentlich zum Lebensunterhalt beiträgt. Da waren Tintenfische zu sehen und angezogen vom Geruch der Fische, Sie wissen ja, wie sehr Katzen Fische lieben, naht sich da auch ein kleines Kätzchen und riecht auf dem Boden nach den Spuren der Fische. Und dann, wie üblich und wie Sie es kennen, das Leben vor der Tür, Mutter mit Kind und da der alte Mann, der seinen Esel striegelt. Es ist rührend, wie er das macht, denn viel zu striegeln gibt's da schon gar nicht. Er ist ziemlich abgeschabt, der gute Esel, denn er muss ja immer furchtbar schwer tragen. Die Physiognomie des Esels und des Mannes sind beide bemerkenswert gewesen. Und jetzt geraten wir unter das herrliche Obst und jetzt geraten wir unter eines der vielen heiligen Feste, die dort gefeiert werden. Dies hier ist das Andreasfest, das gerade in die Tage des Besuches der Münchner Philharmoniker gefallen ist. Wieder ein Detail von der Kathedrale, da ein Mosaik, vorher einige etwas maurische Bögen. Und nun noch einmal ein Blick auf den schönen Hafen der Stadt und ein Blick oben hin über die Anhöhe, über die Berge. Wir nahen uns wieder Ravello, wir nahen uns wieder dem steilen Gipfel des Monte Sant'Angelo, auf dem sich diese ganze Stadt und die umliegenden Dörfer angesiedelt haben. Hier ein Sarazenenturm, sie stammen alle noch aus der Zeit, aus dem 11. Jahrhundert, aus dem 10. Jahrhundert, als die Sarazenen
an der Küste abgewehrt werden mussten und von hier aus beobachtet und abgewehrt wurden. Noch einmal ein Blick zurück, wieder in Richtung auf Salerno. Sie müssen mir zugeben, beim Rienzi von Wagner sahen wir ein schönes und elegantes Publikum und die herrliche Sitzgelegenheit, die es dort gibt. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Bucht nach Westen und ganz im Hintergrund links schimmert Capri. Schmelzende Polkappen, steigender Meeresspiegel, Dürren und Hunger in der Welt. Es wird zivile Unruhen geben, viele Klimaflüchtlinge und soziale Konflikte, die damit einhergehen. In Großbritannien rufen junge Frauen im Kampf gegen die Klimakrise einen Gebärstreik aus. Birthstrike ist eine Gruppe von Leuten, die zu viel Angst davor haben, in diesen Zeiten Kinder zu bekommen. Wenn weniger Babys in die Welt zu setzen der größte Faktor ist, um deinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, dann hat man gar keine andere Wahl. Kinderlos dem Klima zuliebe? Alpha Planet. Heute ab 20.15 Uhr hier in ARD Alpha. Was hat der goldene Schnitt mit Pflanzen und Blättern zu tun? Aus dem Homeoffice der Wissenschaft, der Mathematikprofessor Christian Hesse gibt kurze und kurzweilige Tipps für alltägliche Anwendungen der Mathematik. A durch B ersetzen, B durch A ersetzen. Mathe fürs Leben. Montags um 16.35 Uhr hier in ARD Alpha. Hörst du La Montanara? Die Berge, sie grüßen dich. Hörst du mein Echo schallen und leise verhallen? Dort, wo in blauer Ferne die Welten entschwinden, möcht ich dich wiederfinden, mein unvergessenes Glück. So heißt es in einem der beliebtesten Lieder der Alpenregion, La Montanara. Der Luigi geht nicht die Wände hoch, weil er sich geärgert hat. Nein, nein, er kraxelt der Gaudi halber oder noch deutlicher gesagt einer Chianti-Flasche wegen hinauf. Ein Gast hat sie ihm unters Dach gehängt. Auch Marzemino spielt sich den halben Tag mit Kraxeleien. Diesmal steigt er über die Haustür-Nordwand zum Küchenfenstergrat. Reisen Sie mit uns in die Alpen der Vergangenheit. Alpha Retro, La Montanara. Am Freitag ab 20.15 Uhr hier in ARD Alpha. Angst vor dem Alter. Sind Krankheit und Tod wirklich unvermeidbar? Oder lernt die Menschheit, diese irgendwann zu überwinden? Das Immunsystem eines 20-Jährigen wäre natürlich sehr wünschenswert in einem 80-Jährigen. Doch wie erstrebenswert wäre es, ewig zu leben? Die Ungleichheit in unserer Gesellschaft könnte noch extremer werden. Unser Alpha-Thema Alterungsprozesse. Am Mittwoch ab 21.45 Uhr hier in ARD Alpha.
Wir bringen den unendlichen Weltraum in Ihr Wohnzimmer. Die großen Ereignisse der Raumfahrt. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Man hat hier einen Schlauch mit einem Trichter vorne dran, den man für die flüssigen Abfälle benutzt. ARD Alpha. Ihr ganz persönliches Raumshuttle zu mehr Wissen. Die Welt verstehen. ARD Alpha.